Hallo! Bist du überhaupt dabei? Ja, natürlich. Soll ich es mit mir alleine spielen? Ja, weiß ich doch nicht. Hallo, meine Lieben, und willkommen zu meinem neuen Video. Sollen wir so oben reinfallen? Nein. Okay. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Julian ist auch mit am Start. So gemein, wenn Ideen einfach abgelehnt werden. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Video. Man hat letztens schon gemunkelt, dass heute eine der geilsten Challenge ist. Kann ich das nochmal neu sagen? Nein. Wir werden auf jeden Fall heute vier verschiedene Disziplinen. Nein. Jetzt halt doch mal die Schnauze. Also das ist wirklich der chaotischste, beschissenste Start, den ich jemals gedreht habe. Wir haben heute eine große Challenge zwischen uns beiden geplant. Wir werden vier verschiedene Spiele spielen. Das heißt, es gibt vier verschiedene Disziplinen. In jeder Runde wird es einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und am Ende gibt es auch nochmal einen Gesamtgewinner und Gesamtverlierer. Dazu kommt, dass wir nicht nur diese Spiele spielen, sondern zusätzlich eine richtig geile Bestrafung haben, die wir euch auch gleich natürlich präsentieren werden. Ich habe schon fast Kopfschmerzen vom Nicken. Gut, dann hol doch mal das erste Spiel. Ja, womit wir jetzt anfangen das werden. Hier. Wir haben echt versucht, richtig verrückte Disziplinen uns rauszusuchen und sind in so einen geilen Laden gekommen, wo es einfach so verrückte kleine Spiele gab. Kopfbasketball! Richtig! Das ist unser erstes Spiel, ich zeig's euch mal. Wir werden jetzt so einen Hut aufziehen und da oben drauf ist quasi ein... Frage! Basketballkorb. Oh, ja! Denkst du, der Hut steht mir gut? Jetzt muss ich das ganze Ding komplett zusammenbauen. Das muss da rein und das muss da rein. Zack! Ah, jetzt habe ich was falsch gemacht. Das sieht doch wirklich sehr unbequem aus. Ah! Ich hab's, Julian, ich hab's kaputt gemacht! Du absoluter Vollidiot! Ich hab's echt kaputt gemacht. Oh Mann, wieso drückst du denn so doll? Ja, weil es nicht reingepasst hat. Toll, das Spiel beginnt ja wirklich super. Dumbi-dai-di, dumbi-dai-di, dumbi. Nein, du darfst nicht üben! Ah, ich hab Tetafilm im Mund. Ey, das ist eine coole Challenge. Ich hab ohne Scheiß Tetafilm im Mund. Wieso? Weil ich es gerade abgebissen habe. Also ich würde sagen, wir machen daraus direkt zwei Disziplinen. Und zwar einmal, wie viele wir uns selbst in unser eigenes Ding werfen können innerhalb von 30 Sekunden. Und dann, wie viele wir dem anderen innerhalb von 30 Sekunden reinwerfen können. Bist du ein Mammut? Nein. Wie du aussiehst. Ja, warte, du siehst was aus mit deinem geklebten Ding da vorne. Das macht mir auch echt... Ey, du darfst noch nicht üben. Du darfst noch nicht üben. Hör auf. Fertig und los. Habe ich eigentlich schon getroffen? Ich sehe überhaupt nicht, ob ich die treffe. Boah, ist das gestört. Stopp! Die Zeit ist um. Jetzt erst du an. Nee, da stand null. Ich hätte locker noch zwei werfen können. Ja, du hast wahrscheinlich noch alle getroffen. Fünf hast du. Och Mann. Wie viel hab ich? Sieben, acht. Aha. So, jetzt werden wir uns gegenseitig in das Ding werfen. Stopp! Wir werden uns gegenseitig in das Ding werfen? Ja! Ich werde dich da reinwerfen. Ich kann dich nicht ernst nehmen mit deinem komischen... Ach, Bianca... Ist das scheiße, dieses Spiel. Ach, Bianca, so lustig ist es jetzt auch nicht. Die weinen jetzt echt. Wenn die manche Sachen lustig findet, end. Das war echt lustig, ne? Dafür ist jetzt dein Make-up draufgegangen. Gib mal bitte ein Taschentuch. Wir brauchen mehr Platz. Ach, tatsächlich. Auf die Plätze, fertig und los. Halt den Kopf dann noch schneller. Vier, sechs, acht hast du. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, ja! Au! Wir haben unsere Bestrafung noch gar nicht den Leuten gesagt. Eigentlich hatten wir geplant, nach jeder Challenge, dass der Verlierer direkt schon bestraft werden muss. Au! Beide haben bis jetzt einmal verloren, das heißt, wir fangen jetzt an, dass jeder von uns einmal eine Bestrafung bekommt. Willst du zuerst deine Bestrafung ziehen? Okay, Klatsche. Die Klatsche. Scheiße, das heißt, du kriegst jetzt die Klatsche von mir, ne? Ja, also ich werde jetzt mit dieser Klatsche hier bestraft. Wir ziehen jetzt vielleicht auch noch einen Körperteil. Auch mit der Klatsche. Okay, so, jetzt haben wir hier 12 Körperteile aufgeschrieben. Jeder darf jetzt, muss 3 ziehen. Meine Wade wird leiden. Boah, ich glaube, das tut richtig weh. Mein Bauch und mein Kiefer. Oh nee, ich habe den Po gezogen. Nacken. Boah, kriegst du eine richtige Nackenklatsche. Oh nein.
Backe, also hier die Wange meinte ich damit. Okay. Ganz leicht, ja? Ja, auf jeden Fall. Damit ich das auch gerade... Ah! Mach mir weiter mit meinem Kiefer. Oh nee, komm, erst mal Bauch. Anspann! Alles anders, du hast! Oh. Komm, jetzt gib's meinem Kiefer. Oh, scheiße, gegen die Gurgel! Nein, das finde ich nicht. Bitte einfach nicht nachmachen, das ist einfach total Banane. Ich schlage jetzt meine Freundin. Nee, alles gut. Nächste Challenge, wir werden das Spiel holen. Jetzt werden wir... Finde ich super cool, diese Videoeinstellung, man sieht mich immer so gut. Wir haben uns jetzt hier diese wunderschöne, lustige Hüte gekauft. Zeig mal dein, deiner ist noch viel lustiger. Ich bin das nämlich ein Huhn. Ha. Wieso bin ich das Huhn? Ja, weil... Du bist ein Huhn! Und da sind so Bälle bei und die kleben halt an diesen Klettverschlüssen. Und damit müssen wir uns jetzt gegenseitig bewerfen. Ganz ehrlich, habt ihr schon mal so bescheuerte Spiele irgendwo gesehen? Ach du Scheiße. Ja, dann machen wir jetzt ohne Zeit einfach, wer als erst seine drei Bälle an den anderen. Ja, aber wir müssen einen gewissen Abstand haben. Auf die Plätze. Oh, Action! Oh nein! Ja, ein Leben! Ja, ein Leben! Das heißt, ich ziehe jetzt meine Bestrafung, die Faust. Ja, Mann! In den Rücken. Mit der Faust kriege ich ebenfalls eine. Boah, ins Gesicht, wenn ich es sehe. In den Unterarm. Und in den Fuß. Freue mich. Das tat hier weh. Ja, sorry, Mann. Mach mal richtig. Was ist denn für eine Scheiße? Ich kann das gar nicht. Sieht man denn auch den Fuß? Oh Mann, ich kann das nicht. Ich bestrafe mich selber auch nicht. Das ist die traurigste, letzte Bestrafung, die ich jemals... Ja, komm, du darfst einmal mir in den Kopf. Oh! Komm, gegen den Kopf. Feuer mal nicht so sein. Hab mich hier vorne. Ah, mit links Auge, du Vollidiot! Ich tue mir leid, ich kann das nicht lenken. Ah. Meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie unsere neue Disziplin, die Sumo-Ringer. Das sind ferngesteuerte Sumo-Ringer, mit denen man jetzt gegeneinander kämpfen kann. So, wir haben jetzt... Ohne Witz, ohne dass ich übertreibe, locker eine Stunde gebraucht, um diese scheiß Sumo-Kämpfteile irgendwie ans Laufen zu bekommen. Ich würde sagen, wir versuchen den anderen vom Tisch runterzukriegen. Okay. Auf die Plätze, fertig und los! Ja, toll! Hä? Ich würde ganz mal den Weg! Hey! Nein! Wohin mit dir? Auf die Plätze! Fertig und go! Nein! 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 Komm schon! Ey, stopp! Stopp mal! Stopp! Ja, ja! Komm, 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 komm. Eins, Stopp! 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 Nein! 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 Jetzt mal ganz ehrlich, warum kannst du mich die ganze Zeit wegschieben? Ja, weil ich voll raus hab. Nee, du bist einfach stärker als ich. Jetzt mal ernsthaft. Ja, ach, bin ich stärker. Nee, dann will ich jetzt einmal die Figuren tauschen. Und go! Siehst du, deiner ist einfach stärker als meiner. Weil hier ist der Akku irgendwie schwächer. Go! Guck mal, wie ich dich mit meinem Arsch wegdance. Okay, Leute, seid ihr bereit für das absolute Finale? Meine Damen und Herren, ihr wird nicht gepusht. Ich zeig's den Leuten. Es handelt sich hierbei um die Klatsche. Ihr habt nichts gesehen? Stirn, Brust und Oberschenkel. Okay, das klären wir jetzt ganz einfach am Tisch. Stirn, Brust und Oberschenkel. Okay, also fürs Finale haben wir so eine geile Daumenkampf-Arena uns besorgt. Die hängt an so einem Stöpsel dran. Der geht leider die ganze Zeit ab. Der geht leider ab, aber auf die Plätze, fertig und... Go. Komm nicht an deinen Daumen dran. Warte, man sieht nichts, wir müssen schräg halten. Der Stöpsel von der Arena ist rausgefallen. Ja, Scheiß auf den Stöpsel. Ich geb's dir. Ah! Ja, das ist irgendwie falsch. Stopp! Wieso stopp? Warte, ich hab deinen Daumen, du sagst stopp.
Danke, so funktioniert das Spiel. Ich möchte aber nicht verlieren. Okay, warte, dann spielen wir nochmal jetzt. Ich hab gewonnen. Ach, tatsächlich. Krass. Ja, komm, sag mal gleich dann. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es sind richtig verrückte Disziplinen und Challenges gewesen. Jetzt müsst ihr unbedingt gleich bei Julians Video vorbeischauen. Der dreht nämlich jetzt gleich ein richtig krasses Video. Der hat nämlich ein Auto gekauft, womit man an der Wand und an der Decke fahren kann. Das war stürzt. Schausen. Носители, и мы всего лишь 25-й кадр твоего слуха гипнотизируем. Ведь разум подчиняется звукам, и эта мания подобна настоящей магии, что взрывает от начала до конца твое сознание. One.